Ja, ich habe ja noch Ostern auf jeden Fall am Start. Seid gegrüßt, liebe Leute, zu einer neuen Runde Sons of the Forest. Jetzt auch mit Bild von Sons of the Forest. Ostereier, ja, die passen nicht zum Spiel, ne? Die nehme ich hier nochmal raus. So. Jetzt sind wir natürlich frohes Osterwochenende. Bin noch ein bisschen hell unterwegs vom T-Shirt, sehe ich gerade. Naja, egal. Neue Runde Sons of the Forest zusammen mit Salazar und Speedy und Kevin. Jo, moin. Moin, moin, moin. So, okay. Wie ist der Spielstand bei mir? Ist es leise nach dem Patch? Hör gar nichts. Okay, also bei mir rauscht das ganz normal. Ich, muss mal irgendwie den Baum hauen. Wo ich höre es. Aber deutlich leiser als vorher, oder? Kommt mir das nur so vor. Sagen die Zuschauer, die sagen, moin, moin, seid gegrüßt. Ich habe moin live zum Chat. Minikeule, Roof, V60er Johnny. Also man hört es, aber es ist so, ja viel leiser als vorher. Da gab es dann auch ein Windows-Update zwischendurch. Der redet ja auch gerne doof rum. Stimmt. Mein Headset wollte vorhin nicht, das Mikro. Stimmt, da muss ein Update gewesen sein. Immer das Gleiche, ne? Hat er wahrscheinlich wieder irgendwas anderes genommen als Quelle. Versteh's nicht. So. Aber dann haben wir es aber eigentlich gehabt, dass ich hier... JoyPad liegt hier auch noch so komisch rum. Punkt haben. Weil bei mir werden neuerdings vom Windows-Update sämtliche Regler auf Maximum geschoben. Ist auch lustig. Oha. Ihr redet fast ins Rote hinein in meinem OBS und der Ingame-Spielsound. War gerade so bis zum Gelben an. Sonst ist es nicht so gewesen. Naja, ich guck mal. Immer noch hin im Laufe des Abends. Einmal ist es auch irgendwie reingetappt, rausgetappt. Auf einmal geht's wieder, man weiß es nicht. Moin Karl. Ja, wo waren wir denn hier eigentlich? Wir sind irgendwo rausgekommen aus einer Höhle oder was war hier noch? Warum sind wir hier? Irgendwas, ja. Und dann haben wir hier gekämpft. Hier liegen ja noch welche. Und dann haben wir hier schnell gespeichert, glaube ich. Wo sehe ich hinter dir? Alter. Ja, gleich ich bin noch nicht da. Das ist dann also in der Hinsicht ein schlechter Startpunkt. Ja. Dani hat halt schon gleich mal einen Schlag in den Hals gekriegt. Ja, der tat auch nicht weh auf jeden Fall. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Auf einmal kriege ich da einen Schwung mit. Da war noch meine Das ist der Wurm, den du meinst, ne? Oder? Ja, das ist dieser komische. Ekligen. Sieht aber auch echt albern aus, wie der sich bewegt, so ein bisschen, ne? Aber trotzdem, das ist der Oha! Der ist Matsch. Der Spielsound ist trotzdem irgendwie komisch heute. Na, moin, moin. Ich habe überhaupt keinen Ambiente-Sound. Ne? Also, ich höre nichts von den Bäumen oder irgendwas. Hört ihr was? Ich ja, also ich habe alles, wie du deinen Baum, wie du den geschlagen hast, habe ich gehört. Jetzt höre ich euch auch ein bisschen laufen. Jetzt höre ich auch euren Sound, das ist schon mal. Kann ja auch noch mal was machen hier. Ja, wie ihr schon sagt, man weiß nie, ob der Windows irgendwas komisches verstellt. Das hat man zumindest gehört, wie das Ganze umkippt. Ja, das ist doch schon mal. Aber deshalb hast du ihn ja auch nicht gehört, eben hier den Gegner. Nee, gar nicht. Oh, ich hab auch. Aber der schleicht sich ja auch ein bisschen an. Habe ich auch jetzt was, aber ich habe jetzt also den SFX Sound oder wie es heißt im Spiel, den hatte ich auf 50 runter, also von früher. Jetzt habe ich den auf 94 hochgestellt und die Master Lautstärke auch einen ganzen Schwung höher und jetzt höre ich auch wieder was. Bursch. Gut. Ja, ich habe Musik hatte ich da runtergestellt, das andere ist unten, Sprache wäre 50, fällt aber weg bei uns wegen Discord und das andere jeweils. Volle Lautstärke gehabt. Jetzt höre ich was. Kann sein, dass es jetzt wieder ein bisschen zu laut ist. Das müssen wir gleich mal so im Verlauf des Spiels dann gucken. Gut, ich weiß gar nicht, was wollten wir denn jetzt hier? Warum sind wir hier? Wir wollten in die Berge doch, oder? Und uns zur Schneehöhle. Wir waren hier gestrandet, weil wir der Weg nach Hause zu weit war. Ja, wir waren irgendwo, sind wir hier rausgekommen. Wir haben hier irgendwas, warte mal, Karte. Hier vorne ist eine Höhle. Ja, und da ist vermutlich mal sind wir rausgekommen. Genau, da sind wir. Ich glaube, da sind wir rausgekommen und wir haben da irgendwas geholt.
Ja, denn, ich meine, wir wollten auch in die Berge und diese Schneeberge oben. Ja, aber wir haben trotzdem, weil es zu spät war, um ins, das kann sein. In die Station zurückzukommen, haben wir es hier gemacht. Die Pause, also kann das sein, dass wir wegen der Schaufel unterwegs waren? Die fehlte uns doch, glaube ich, doch noch, ne? Oder? Ja, die haben wir. Entweder wir haben da irgendwas geholt. Also hier unten war ein Camp, ja, oder wie war das noch? War hier unten nicht ein Camp und da sind wir umgedreht und wollten hier doch nicht mehr hin? Das kann gut sein, dass wir da einmal beim Camp gelandet sind. Genau, hier ist nämlich ein Camp mit 2-3 Gegnern, 4. 2, 4, 5. Ach das. Ja komm. Oh, bist du ins Wasser gefallen? Das tut mir ja gar nicht leid. Ja, würde ich auf jeden Fall ein Seil. Seil kann ich aber nicht mitnehmen. Habe ich das denn komisches aufgenommen? Was ist das? Oh. Das ist das ist neu dazu gekommen. Jetzt ein Solarpanel. Ja. Da, die kann man, da kannst du mit rumfahren. Lars irgendwas für Licht oder Moment, so, ne? Und wie kann man damit rumfahren? So. Albern. Gibt es das aber nur einmal jetzt oder was? Oder hat das? Ja, du kannst das ja auch noch nicht mal mitnehmen. Du kannst da nur mitfahren oder in der Hand tragen. Bloß ich kann das nicht fahren, steuern, keine Ahnung. Wie sehen denn eure Rüstungsgeschichten aus? Hier vorne kommt gerade so ein Bekloppter. Können wir hier ein Feuer machen, damit wir die Erschossenen da einmal schnell verbrennen, damit wir ein paar Knochen kriegen? Ich habe nämlich gar keine Rüstung mehr und ich kann keine Seile da aufnehmen. Also ich würde gerne ein bisschen Knochen hier verarbeiten. Ja, ich versuche das mal aus dem... So. Ich komme aus diesem blöden Ding nicht raus. Ja, schuld. Ja, es gab ein Update von Sons of the Forest. Gerd kommt heute nicht, genau, hat er ja geschrieben. Er hat heute keine Zeit, wohl auch nicht später. Müssen gehen raus. Lass mich doch los, du blödes Teil. Zweimal hochspringen. Also. Ja, hat schon jemand einen Fall gemacht? Nee, ne? Wo ist denn das Radio? Wo habt ihr Platin oder was? Kaputt gemacht. Ja. Teil ja, also. Gesammelt. Ja, haut drauf. Gut, so, und dann jetzt ein Feuer. So. Ich will da gucken, wo hier meine Shortcuts waren. Junge, hier nicht. Müssen wir wieder ein bisschen rüsten. Wenn man Fisch sehr gut braten kann, schmeiß es mal rein. So, mal gucken, habe ich eigentlich noch Knochen? Habt ihr noch Rüstung? Rüstung? Ne, ich habe noch mal. Ich gar nichts Essen mehr. Warum du keinen Strom mehr verteilen kannst, weiß ich nicht. Das hier muss ja dann mal einen anderen Mod legen. Normal geht Strom verteilen. Was liegt da? Ein Kapuzenpullover. Oh, ich will auch einen haben. Wo ich stehe, da muss in unserem Zelt liegt das. Ja, nee, dann habe ich den leicht schon eingesammelt. Ja, ich kann vorbeigehen. Kapuzenpullover habe ich schon. Ja, also Solarmodule sind neu, dafür kann man irgendwas mit Licht machen, oder? Lichtbulbs. Ja, kann ich aber als Info geben, lohnt sich nicht zu bauen, weil du musst einmal die Stell bauen und kannst dann ja nicht viel mit anfangen. Also du kannst doch jetzt nicht im Haus das Licht haben. Du kannst es einfach nur erstmal bauen. Also es ist nicht interessant momentan. Achso, das so eine selbstständige Hausbeleuchtung haben wir noch nicht. Nee, also du kannst zwar, dann hast du offenes Dach, du kannst es dir aufs Dach schnallen, aber der Weg, du hast einen kurzen Weg und hast oben dann so eine kleine Glühbirne. So, und das war's dann nachher erstmal. Ich weiß nicht, ob man das nachher noch verlängern kann oder so, oder den Weg machen kann, aber sieht schlecht aus, sage ich jetzt mal. Und die Teile findest du
Beim 3D-Drucker findest du die Glühbirnen und die Solarpanel findest du da. Was ja komischer Zufall, dass wir auch komisch bei diesem Gerät hier sind, ne? Was, oh nein, ich bin jetzt freigelaufen. Ja. Oha, jetzt kriegt er heiße Füße. Wollte eh gerade baden gehen, ne? So, aber ich kann da doch mal ein bisschen Rüstung. Ich weiß nicht, Kevin zeigt auf irgendwas. Fahren. Vielleicht läuft er noch irgendwo oder springt irgendwas, ich weiß es nicht. Hat mir nicht noch mehr Bekloppte oder waren das alle, die wir jetzt verbrannt haben? Wahrscheinlich schon die Spawn. Ja, einen hatte ich eben noch aufgeschmissen. Oh, ich guck gleich da mal. Kommt so ein Hampelmann. Hinter hier, hinter D. Ein kleiner. Oh, man. Hat das auch noch einen Laptop? Habt ihr den schon? Komm her. Ein Laptop? Kann man auch kaputt machen oder nicht? Den kann man nochmal auch kaputt machen. Na, ich kriege aber schon fast teilweise keine Sachen mehr mit. Also Platin kriege ich noch mit. Hier sind noch ein paar Knochen, falls jemand noch überhaupt nicht rüstungsmäßig irgendwas hat. Das ist mittlerweile habe ich auch rausgefunden, man kann die auch einfach alle erstmal da in die Mitte packen, ne? Und dann Seile dazu und dann Klebeband dazu. Man muss das nicht immer nur einzeln machen, man kann die einfach echt einfach so in der Menge in die Mitte machen und dann kann man... Also ein Teil weglassen, alles reinschmeißen. Du kannst alles reinschmeißen. Also du kannst so viele Seile reinschmeißen, wie du hast. Du kannst so viel Klebeband reinschmeißen, wie du hast. Nicht alles auf einem Klick, aber du kannst es zumindest dann besser verarbeiten. Man muss nicht jedes Mal immer wieder einzeln abzählen, ob du jetzt vier Stücke reinmachst oder... Schon praktischer. Ja. So, jetzt habe ich glaube ich wieder zack, zack, zack. Gleich verarbeiten. Drei Rüstungsteile fehlen mir noch. Ja. Salazar, bist du gerüstet? Ja, mal gucken. Oh, da oben hat man noch deine Schräger Tauchermaske gehabt, auf. Ne? Ich hab die Tauchermaske noch auf? Ja. Wo sind wir denn eben hergekommen? Kann ich ja noch sonst noch einen Kameraden mitbringen hier? War nicht der schon weggespawnt? Das dauert ja, manchmal. Ich habe ja auch nichts anderes. Also warum ist denn in der Produktion nicht aktiv, dass es deswegen nicht geht? Achso, und was dann noch dazu gekommen ist, ist, dass du Federn noch zusätzlich einsammeln kannst mit diesem Panzerung von einer Schildkröte. Kannst du nochmal was für Federn einsammeln bauen. Also nicht nur das Vogelhäuschen. Ja, also meiner Meinung nach völlig nutzlos, ne? Also Federn sind, gibt es einen, wenn du einen hier so ein Vogelhaus hast, hast du eigentlich Federn für die Ewigkeit, oder? Da sind immer fünf drin, ne, gefühlt. Also ich habe 100 auf Lager, falls jemand Federn braucht, also dann glaube ich scheitert das nicht. Ja. Will hier einer mit seinem E-Bike hier im Wasser fahren? Björn Fischer, das ist wieder Björn Fischer. Mist, ist den Fisch gegessen eigentlich da draus oder ist der jetzt einfach weg gewesen? Ich weiß nicht. Krieg da noch was zusammen, ne? 1, 2, 3. Ne, das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh, schmeckt ja nicht mehr so gut. Dafür vielen Dank für den Prime Sub. Danke für den Support. 33.100. Vielen herzlichen Dank. Ein Hellion-Shirt, ne? Aber passt schon. Wie funktioniert denn dieses tolle Gerät hier? Ach, da liegen mehrere rum, ne? Hier liegt ja noch eins. Ja, liegen mehr, also. Kannst du, glaube ich, mit linker oder rechter Maustaste kannst du das, glaube ich, aktivieren. Genau. Und dann... Genau. Ist aber auch nicht besonders. Kannst du durch die Gegend fahren. Kann man, muss man aber nicht. Kann sagen, das ist nicht ganz so cool, irgendwie. Aber nicht, dass man damit schneller ist. Man ständig eben gegenfährt. Naja, man muss nur wissen, wie man damit umgehen kann, muss, ne? Also... Virginia, was machst du hier? Ja, tatsächlich. Ich glaube, wenn man das nachher kann. Hallo! Oh, hier ist neue Opfer. Komm, Fleisch ins Feuer. Ja, sie hatte recht. Die hatte recht, ja. Feuer aus? Wo ist denn das Feuer hin? Das ist aus, wahrscheinlich, dann vorne noch ein kleines. Ja, aber wir haben noch. Da kommt noch so ein Hampelmann. Kann ich jetzt eigentlich von hier auch schießen? Ja. Das weiß ich nicht. Kann ich wohl. Mach sie mal kurz beiseite hier. Nicht.
Schlafmatten oder ist das noch Stoff? Schlafmatten. Oha. Bist du doof oder was? Ja, komm her. Gleich vier Rüstung weggekloppt, der Hund, ey. War mal weg, ne? Ja, jetzt kannst du wiederkommen, jetzt schläft er. Alter, ist er nicht ganz dicht, also ich glaub, oder was? Voll auf Minus. In der freien Fläche, glaube ich, kann das Ding tatsächlich ein bisschen Spaß machen. Aber hier so mittendrin im Wald hält sich das in Grenzen. Jetzt muss man mal gucken, wie man das wieder abnimmt, wie man da wieder absteigt, ne? Ich glaube zweimal springen, glaube ich, irgendwie. Jo. Ja, das steht ja da im Text vorne, zweimal springen oder mal weg. Achso, und das ist dann Rideable ECU Night. Wow. Night Vision Googles. Also es gibt Nachtsichtgeräte mittlerweile wohl. In irgendeiner Höhle wahrscheinlich versteckt oder so. Genau. Okay. Steht zumindest in den Patch Notes. Wollen wir jetzt eigentlich noch hoch in den Schnee mal? Also hier jetzt. Moment, wir haben ja gerade noch so einen Kasper hier. Dann schießt doch Virginia, du hast so einen Knall. Nicht. Er macht nichts mehr. Hier jetzt einfach diesen Fluss hoch und dann sind wir ja schon in den Schneebergen da oben. Oh, das ist gut. Ich hatte vier Rüstungen gehabt, jetzt sind alle vier schon mal weg. Das ist gut. Mir fehlt nur ein Rüstungsteil. Ja, er ist ja gleich voll auf mich losgegangen, war ja klar. So, jetzt sind wir gleich 20 Minuten hier, können wir los oder was machen wir? Ja, einmal Mido ziehen. Taschen sind voll. Guck schon mal, ob hier Gefahr lauert hier oben. Oh, jetzt habe ich das Teil, glaube ich, ins Wasser geworfen. Okay. Da steht jetzt eine komische Tauchermaske. Hier oben kommen doch auch schon wieder rote. Da sind drei Gegner vor euch, ne? Ich hab dieses Teil verloren. Ich dachte, ich nehme das mit, diesen komischen Roller, aber. Nee. Ja, den hast du dann aber in der Hand, dann hast du aber nichts anderes mehr. Ich hab Wasser verloren, ja. Ja. Die große Axt hat da schon. Gut, ja. Wurms. Wieso kannst du durchs Wasser gehen? So, sonst. Bleib liegen. Moment, danke fürs Anhalten. Ach, Nummer 3 ist weggelaufen. Ja, hängt nee, hängt Nummer 3 spielt Affe. Hängt am Baum. Ja, ich hol ihn nochmal runter. Komm her, du Schlumpf, du. Komm mal runter da. Ich mal weiter. So. Wasserball, Wasserfall hier hoch. Das wäre schön, aber man, ja, das Bauprinzip lässt, glaube ich, nicht so leicht möglich, da so eine Brücke rüber zu bauen. Wohl doch mit diesen Seilen, ne? Man kann doch irgendwie über die Seile Bretter machen. Aber brauchen wir jetzt ja auch keine Brücke. Ja. Gut, der macht auch nichts mehr. Unheimlich manchmal irgendwie. Oha! Lassen Sie Ihren Spielkameraden hier alleine. Ja, ich wollte noch ein bisschen vorankommen. Also man schafft zumindest gerade noch die. Ich lauf gleich mal zurück, ich hole gleich mal ein E-Bike, da komme ich gleich schneller hinterher. Ja, Gelände ist unwegsam hier. Das heißt, ja. Ich. Ja, also hier kannst du es nicht nutzen, also höchstens direkt auf den Wegen, die da. Da, wo wir die Base haben, da geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Uns auch gehen, da geht's auch. Auf 3 Uhr läuft was.
Hier oben liegt langsam Schnee, kalt hier oben. Und hier ist die Karte, hier ist ja eine krasse Strömung hier oben. Dani hat angeblich zu viel Red Bull getrunken, aber den hole ich nicht ein, ey. Ja, so fährt das aus rum. Ja, hier brauchen wir jetzt einen Schlitten, ne? Aber der Blick hier in die Richtung ist schon mal nah. Da muss ich echt mal gucken. Am besten am Strand rumcruisen, sagt nur Noble Humor. Ja. Also um hier wieder runterzukommen, ne, ist ja bestimmt cool, wenn man Schlitten hat. Und ich habe keinen. Naja. Auch so ein Schlitten ist so teuer zum Drucken, ne? Du musst irgendwie hier rüber, oder? Das O. Das war ganz schön mutig, ne? Oh, unten sind Zelte, ne? Ein Zelt. Oh ja. Da ist auch irgendwas auf dem Meer drauf, oder? Auf dem gefrorenen See. Da vielleicht auch die Höhle, weil ja, eigentlich stehen wir jetzt auf der Höhle, oder? Das ist vielleicht hier unten. Jo, hier ist eine schöne Eishöhle. Das hier passt gut dazu. Shelly hat gerade eben den Kindern als gute Nachtgeschichte die Eiskönigin vorgelesen. Oh, hier sind ein bisschen Geldscheine. Das ist bestimmt der Dosenöffner oder so, ne? So, wir gucken. Genau, hier ist der Dosenöffner. Ist eingefroren. Oh, ein Dosenöffner. Mhm. Können wir endlich Katzenfutter essen. Juhu. Die Flaschen kann ich keine mehr mitnehmen. Vielleicht gleich mal gucken, ob ich ein paar Molotov-Cocktails fertig machen kann. Leider. So, ich speichere erstmal kurz, dann war es das für die erste Folge tatsächlich auch schon wieder, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.